Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich habe mich kurz entschlossen, auch noch ein Unboxing zu der Oral-B Professional Clear Care 700 Black Präzisionsclean Limited Black Edition. Also das ist eine limitierte Black Edition, normalerweise gibt es die nur in Blau und da kostet sie, ja, kommt drauf an wo. Also ich habe sie für 69 gefunden und bei Amazon jetzt für 49, kurzzeitig gerade runtergesetzt von 69. Ja, ich habe bezahlt 20 Euro bei Aldi. Ja, ist die 700, da gibt es noch die 1000 oder 850, nee, 750 gibt es auch noch. Bin mal gespannt. Ich wollte eigentlich damals mal eine andere Ora bei Oral-B holen, aber mit so einem Ding für einen Spiegel, mit doll aufdrücken und so ein Scheiß. Aber 200 noch was Tacken, das war mir dann zu fett. So, Karton leer. Ich habe immer noch den Tischgrill hier stehen. Da haben wir... Ja, was sind das? Keine Ahnung. Die Oral-B, oh, die ist auch schön klein, schmal. Ich denke mal, da sind da auch Akkus drin oder muss ich da denn... Muss ich da selber, ne, so schwer wie er ist, da muss ich selber, da sind Akkus drin. Hoffe ich doch. Oder muss ich da selber was, ne. Ich habe sonst immer, ach und ein Kopf ist drin. Mit einem Plastering da unten drin. Bin mal gespannt, wie teuer die Köpfe sind, wenn jemand die einzeln kauft. Dann Handbuch, brauchen wir nicht, und ein Jahr Rentry for free, also keine Ahnung, Wartung for free oder was weiß ich. Ach ja, hier wird erklärt, wie man die Bürste aufmacht und Strom und 22 Stunden und Also ich glaube, man soll den Akku nicht ständig drin lassen. Werden wir gleich sehen. So, dann haben wir hier noch so einen Karton mit bei. Leer. In dem Karton war ein Ding und noch ein Karton. Der Stecker mit dem Teil. Ach so, wird das gemacht bei meinem, aha, okay. So einfach raufgesteckt nur. Ladestation. Ja. Also nicht in ein Ding drin, sondern auf dem Pinöpel ruf. Akkus sind schon drin, oder? Ja, ja. Okay. Gut. Muss man das, hat das auch eine bestimmte Richtung? Also die Richtung geht nicht, die Richtung, okay. Aber ich finde es schön, schwarz. Besser als das stupide Blau immer, oder? Wartet warm. Und dann haben wir hier noch so ein Ding. Ach, toll. Ich weiß, was das ist, Hase. Das ist Reisebox. Dann macht man das dann irgendwie rein. Ah, ich glaube so. Ha! So kommt's rein. Oh, ey, das ist aber auch wieder verpackt hier, ey, wo man sagt... Wozu ist denn der komische Ring unten? Das ist ein Farbring, falls mehrere Leute die gleiche Zahnbürste benutzen, dass man die Bürstenköpfe farblich markieren kann. Und warum habe ich so eine komische Farbe mit bei? Warum ist da kein, ich habe die Black Edition, warum ist da kein Schwarz mit bei? Packen da doch irgendwas rein. Packen irgendwas rein, aha, okay. Ist ja ganz toll. Also so ein Abstandsring, das ist einfach
So ruf? Ja, war. Ja, einfach raufstecken und dann hast du den Bürstenkopf halt eben mit der Farbe. Ja, da müssen wir mal gucken. Da werde ich auf jeden Fall mal verlängern. Und das hält aber nicht richtig, Hase. Nee. Ah, jetzt. Da will ich, wenn ich so was hole, will ich denn schwarz. Ey, dann sollen sie was einfallen lassen. Kann doch nicht sein, nur so Pussyfarben. So, und dann kann ich das unterscheiden und weiß ich, das ist mein Bürstenkopf. Also wenn Frauchen den benutzt, sag ich, ey, das ist meiner. Mein eigener. Sie hat ihren eigenen. So, und dann, mit einem Elektro hast du auch zu Hause. Ja. So, dann kann man das hier reinmachen, glaube ich, ja, so. Dann ist das da so drin und dann kann man das hier so zumachen. Dann kann man das mitnehmen. Und ja, dann hat man das noch, was sie nicht berechnet haben, dass man das dann noch irgendwo hinpacken muss, dass man das nicht dann irgendwie noch so integrieren kann irgendwo. Der Akku hält ja eine Weile. Was heißt eine Weile? Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf Geschäftsreise bist, hm? Und nur 2-3 Tage weg bist, dann reicht das schon. Wenn ich Geschäftsreise bin für 2-3 Tage weg, dann reicht das, hat sie gesagt. Ich fahre ja auch auf Geschäftsreise. Ja, jetzt nicht für 3 Wochen Sommerurlaub irgendwo in der Reihe. Ja, aber... Dann musst du den, die machst du deinen immer, hast deiner immer im Strom oder machst du den Strom und dann, wenn der voll ist, machst du ihn raus? Meine ist immer im Strom. Immer? Meine steht immer in der Station, ja. Und wie lange hast du deine schon? 7 Jahre. Also Frauchen hat ihre 7 Jahre und ist immer im Strom. Also wenn sie nicht benutzt, wird da gleich wieder ein Strom reingesetzt. 7 Jahre? Seit 2011. Die habe ich mir gekauft, als ich eingezogen bin dort. So lange schon? Hm. Und der Akku hält noch? Ja, natürlich die Bürstenköpfe regelmäßig gewechselt. Aber ja, das ist mir klar, dass die Bürstenköpfe regelmäßig wechselst. Hm. 7 Jahre. Also dann muss ich sagen, dann hat Oral-B wirklich Qualität. Na, mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. So, wir haben den Oral-B ausgepackt. Wir lassen uns überraschen. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Hangout, Livestream, Unboxing, irgendwas wieder. Bis dahin. Ahoi. Achso, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen um da und vergesst nicht die komische Glocke. Ja, da müsst ihr, und wenn ihr die gedrückt habt, müsst ihr die drücken und dann müsst ihr sagen, immer benachrichtigen, weil sonst kriegt ihr nicht immer eine Benachrichtigung oder teilweise gar keine Benachrichtigung. YouTube ist da ein bisschen bescheuert geworden. Aber jetzt reicht's wirklich. Ahoi. Sagt euer Odin.